Yo, Home Dogs and Girls. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten und wurdet reichlich beschenkt. Ich bin auf jeden Fall richtig zufrieden, denn ich habe die EOS 700D von Canon bekommen und ich finde sie richtig geil. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass die Videoqualität richtig geil wird. Seid mir bitte nicht böse, wenn das Bild ab und zu mal unscharf ist. Ich kenne mich mit der Canon noch nicht hundertprozentig aus. Aber das kriege ich auch noch hin. Ich will keinen Jahresrückblick von mir machen, da es mich auf YouTube noch nicht so lange gibt und ich noch nicht zu viele Videos hochgeladen habe. Und dann habe ich mir gedacht, ich stelle euch die witzigsten Internettrends dieses Jahres vor. Ist doch auch cool, oder? Viel Spaß damit! Fangen wir doch gleich mit dem Planking an. Jeder, der meine Videos ein bisschen verfolgt hat, weiß, dass ich was für Planking übrig habe. Und deswegen darf es nur nicht fehlen. Aber diejenigen unter euch, die dieses Video nicht gesehen haben, können es ja hier nachholen. Aber ich erkläre hier auch nochmal, was Planking ist. Erstmal auf epische Weise. Dramatik bitte! Danke! Planking ist die hohe Kunst, sich gekonnt auf einem Gegenstand mit dem Blick in Erdkruste gerichtet zu platzieren, sich steif wie ein Brett zu machen, das Ganze auf einem epischen Foto festzuhalten und dieses Bild der sehr kritischen, jedoch aber auch sehr fairen Community zu teilen. Jetzt nochmal die nicht so epische Variante. Leg dich irgendwo drauf und mach ein Bild von. Ich fand die erste Beschreibung um Längen besser. Hier einige epische Impressionen aus der Welt des Plankings. Für die Leute, die vom Planking nichts halten, ist der vielleicht Owling das Richtige. Beim Owling setzt man sich zusammengekaut wie eine Eule auf einen Gegenstand, das kann zum Beispiel ein Stein, Baum, Stuhl, Verbrennungsofen, Müllpresse oder was auch immer sein, und hält das Ganze, wer hätte es gedacht, auf einem Foto fest. Alter, was geht? Was machst du da? Owling. Und warum? Keine Ahnung. Du bist schon ein komischer Vogel. Oh yeah, da hab ich aber einen gerissen. Yes! Wem jedoch Planking und Owling zu langweilig ist, der kann es aber mit Plowing versuchen. Plowing ist eine Mischung aus Planking und Genau, Owling. Okay, das ist ja bestimmt richtig. Geil! Owling läuft folgendermaßen ab. Einer führt... Dramatik bitte. Danke sehr. Der eine führt die hohe Kunst des Plankings aus und der andere old episch über ihn. Hey Baby, lass uns plowen. Was ist denn plowing? Ich planke und du owlst auf mir. Sie hat echt schlagkräftige Argumente, das kann man nicht bestreiten. Den nächsten Trend finde sogar ich super stupide. Und das soll schon was heißen. Nämlich Milking. Kurze Erklärung zum Milking. Man filmt sich dabei, wie man sich zum Beispiel in der Öffentlichkeit oder zu Hause Milch über den Kopf schüttet. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wo der Sinn hinter so einer Scheiße ist. Zum Beispiel, ob da ein guter Zweck hintersteckt oder sonst irgendwas. Nein, es ist nur Milch über den Kopf schütten. Mehr nicht. Aber ich zeige euch trotzdem, wie das aussehen kann. Läuft bei ihm. Ist die Kamera aus? Ja. So ein Vollspasti. Batmaning leitet sich von dem Wort Batman ab, was auf Englisch das umgangssprachliche Wort für Fledermaus ist. Ach was, sag bloß, du bist ja so intelligent, Professor Klugscheißer. Nun stört er nicht mehr. Nun gut, wie schon gesagt, es leitet sich von dem Wort Fledermaus ab. Und das tut man auch bei diesem Trend. Man hängt sich irgendwo kopfüber runter und hält das Ganze auf einem Foto fest. Hier einige Batmaning-Bilder. Tierisch coole Sache, nicht wahr? Habt ihr schon mal etwas von Going Ostrich gehört? Nein? Ich habe ehrlich gesagt auch vor diesem Video noch nie was davon gehört. Going Ostrich bedeutet übersetzt so viel wie mach's wie ein Strauß. Nein, nicht so einer. Eher so einer. Beim Going Ostrich steckt man seinen Kopf irgendwo rein und hält dies auf einem Foto oder sogar einem Video fest. Irgendwie finde ich das Ganze ziemlich cool. Kopf in Hose. Oh yeah, I'm a real headless badass motherfucker. Um richtige Headless Badass Motherfucker geht es bei diesem Trend. Er nennt sich Horsemaning.
Was das ist? Es bezieht sich auf den kopflosen Reiter. Und er hat, wie der Name schon sagt, keinen Kopf. Ohne Witz, ich schwöre auf Krautsalat, Digga. Ohne Krautsalat, Bruder. Ohne Krautsalat, ja? Okay, ist ja gut. Ich hab dich im Auge, Bruder. Vergiss das nicht. Okay, das war sogar mir schon ein bisschen zu random. Weiter im Kontext. Im Großen und Ganzen geht es beim Horsemaning darum, ein Bild mit einem Pfeil zu machen. Wobei man bei dem einen nur den Körper sieht und bei dem anderen nur den Kopf. Der Witz daran ist, dass das Foto dann so aussehen soll, als wenn der Körper neben dem dazugehörigen Kopf liegen würde. Und das Ganze sieht dann ungefähr so aus. Alter, weißt du, wo ich mein Handy hingetan hab? Nee, Mann, keine Ahnung. Wo du deinen Kopf immer nur hast. Ah! Wenn sein Kopf nicht angewachsen wäre. Oh. Über Baguetting gibt es nicht viel zu sagen. Man benutzt ein Baguette für Dinge, die total untypisch dafür sind. Darüber zu schwafeln ist doch viel zu öde. Seht euch einfach selbst an. Besser konnte man Baguetting beschreiben, oder? So, das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, ich konnte euch heute an Silvester noch ein wenig unterhalten und ihr hattet euren Spaß. Zeigt mir das doch mit einer Bewertung. Eure Kommentare zu lesen macht mir immer mit dem meisten Spaß, deswegen lasst mir doch wieder welche da. Kennt ihr noch andere coole Internettrends? Verratet's mir! Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst mir ein Abo da. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen guten Rutsch, frohes Neues, frohes Neujahr oder was es noch so für Sprüche gibt. Und wenn ihr das wollt, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann, haut rein! Die Außenwelt.